Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Im letzten Part ist wieder mal sehr, sehr viel passiert. Wir haben Pyra und Mithra gerettet, obwohl wir eigentlich zu spät kamen. Aber wir haben ihre wahre Macht erwecken können und auch Rex kann jetzt dann die wahre Macht der Aegis ausnutzen. Hat auch gleich einen neuen Anzug bekommen. Sehr stylisch und cool. Und es gab dann einen krassen Kampf noch beim letzten Mal gegen Chin und Mellos und da ist eben alles eingebrochen. Und da sind wir jetzt dann hier unten in diesen Ruinen hier gelandet. Und wo die anderen sind, wissen wir nicht genau. Die müssen wir erstmal wiederfinden. Das Coole ist aber, dass Rex jetzt alle möglichen Klingen einfach benutzen kann, auch wenn die anderen eigentlich mit denen resoniert haben. Also ich dürfte auch mit Rex alleine jetzt hoffentlich ganz klarkommen. Aber wäre mir natürlich trotzdem lieber, wenn wir dann bald die anderen auch wieder finden können. Really? You got to meet Adam? Yeah. I mean, it's like I have broken bits of memory about him. Adam told me something. He told me to fight for the things that I wanted to protect. I made my choice. I fight for you and Pyra. I mean, I'm still not good enough for you, but... Don't say that. I've made a choice as well. Not to live in fear. Hey, when you transformed before... That form, it's our true nature. The sword changed, right? Yeah. It's not just physically stronger. It also lets us control artifices at will, so be careful. Careful? I mean, don't get carried away. I see. Which one of you is it, in that form? Which one? Deep down. It's not one or the other. It's both at once. Like coffee with milk? What kind of a... Something like that, anyway. So you're Pythra? Myra? It doesn't matter. Pyra, Mithra, they're both me. Call me whichever. Okay, sure. Welchen Namen verwenden? Das ist ja komisch. Okay. Ich fände eigentlich hier Myra oder Pythra ganz lustig. ja, Pyra war ja eher die, die wir halt von Anfang an kennen. Und so, ich habe das Gefühl, dass Rex auch Pyra ein bisschen wichtiger ist als Mithra. Habe ich den Eindruck bekommen. Deswegen, ich nehme mal dann Pyra. Ja, ich denke schon. Das macht ja jetzt keine so großen Unterschiede, denke ich mal. You can transform at will. If I need to. I see. What? What are you laughing at? Well, I kind of preferred your hair in that form. It's like that, is it? You jerk. That sound. It's the others. Come on. Yeah. Okay. Ich finde die Haare von Mithra tatsächlich am schönsten von den dreien. Aber okay. Abgeschnittene Straße. Okay, ja, den habe ich ja gerade schon geholt, den Sammelpunkt ist mir jetzt egal. Oder war das derselbe? Ne, es war ein anderer, glaube ich. Egal. Also wäre ein Harmoniegespräch. Aber ich glaube, da komme ich eher später hin, oder? Warte mal kurz. Ja doch, da könnte ich jetzt schon hinkommen. Genau, weil hier war ich nämlich gerade noch nicht. Vielleicht komme ich da doch schon... Ja, aber das ist wahrscheinlich da oben. Und da komme ich, glaube ich, nicht hin. What have we here? Nee, okay, das geht dann erst später anscheinend. Okay. Also, wenn ich das jetzt... Ah, Truhe aber. Truhe. Treasure acquired. Wenn ich das richtig verstanden habe, das, was ich jetzt gerade ausgewählt habe, ist quasi, wie ich sie in ihrer erwachten Form nennen will, oder? Also, immer wenn es die erwachte Form ist, dann heißt die einfach Pyra. Habe ich gerade ausgewählt. Auch wenn ich davor eigentlich Mithra hatte und die sich verwandelt, die erwachte Form heißt einfach immer Pyra. Richtig? Habe ich das gerade ausgewählt? Ich glaube schon. Aber in Ordnung. Wie gesagt, ich hätte es cooler gefunden, wenn dann Myra oder Pythra hätte auswählen können. Ich finde das noch lustigere Namen. Das passt ja auch besser. Es sind ja beide auf einmal in der erwachten Form dann. Aber na gut. So, ich hoffe, dass wir jetzt die anderen dann gleich finden können.
Ja, das habe ich nicht erwartet. I can't lose to these fools. Oh, helfen wir jetzt Jin? Jin? He wound up here too. He's still wounded from before. Rex? You can't move, right? I can't just let you die here. Even if you are my enemy. Mitra? You must. But don't kid yourself that I think this is a good idea, Rex. Vielleicht können wir dann sogar gleich mit Jin auch rum... Ja, tatsächlich mit Jin rumlaufen. Kann ich sogar mit ihm spielen? Okay, ich meine, er hat halt jetzt keine Klinge und ist schwach und so. Aber ich könnte mit ihm spielen. ich will das ausprobieren. Ist mir egal. Ja, ich will das probieren. Oh mein Gott, Jin! Ultraschlag, Himmelsspalt, Himmelsverderben. Ja, Rex wird es schon schaffen. Ich meine, wir haben zwar jetzt keinen Heiler und sowas, also gar nichts Heilmäßiges. Rex hat ja auch keine Heilklinge drin, aber er hat ja Crit-Heilung. Also ich mache mir da eigentlich keine Sorgen. Er hat sogar schon Anschluss, automatisch. Ich glaube nicht, dass wir jetzt Jin für immer haben werden. Aber wenn ich jetzt ihn hier kurzzeitig habe, in diesem Abschnitt, dann will ich das auch ausnutzen. Umwerfen, Schleudern, Schmettern. Ach, das kann umwerfen, schleudern und schmettern, alles auf einmal. Das ist ja lustig. Ja, das ist ein Rückangriff. Jetzt geht er auf mich, der Arsch. Gerade da. Achso, und der Himmelsball kann schwanken, wenn es denn funktioniert. Und dann direkt danach könnt ihr umwerfen, schleudern oder schmettern, was auch immer er will. Okay, das ist ziemlich cool. So, aber das sollten wir schon schaffen. Rex schafft es sogar wahrscheinlich selber Stufe 3 Angriff zu machen. Dann stirbt er. So. Komm, Rex, mach noch, das wäre ein cooler Finisher. Oder so, passt. Okay. Und stirbt. Awesome. Ist Gramps eigentlich gerade da? Ist er noch in seinem Helm? Hat er noch einen Helm überhaupt? But why did you help me? I'm our enemy. Yeah, we know that. Even so, it would have been wrong. I just thought I can't let it end like that. And no, it's nothing. Hey! What? Those flames! You've got a lot to learn. You've got to burn these monsters up. That, or smash their core crystal. Otherwise, they'll keep coming. Bridget! Poppy! Gramps! Rex! Are you okay? Poppy, find friends! But Jin? Oh, really? So you lost Tor and the others? It's fine. Master Pon is not as soft as he looks. It's faint, but I can feel the energy signature of Morag's weapons. She must be here too. Okay. Let's rest up, then go look for them. Hey, Rex. What about that scumbag there? Ah. I think I beat him up pretty bad in that fight. I couldn't just leave him to die. I thought it would be something like that. Huh. Your sweet bleeding heart. So, what are we going to do? Mithra, maybe you could, Fine, whatever. Give me a sec.
Incredible. What awesome power you've acquired. This is the power of the Master Blade. The Master Blade possesses the data of all Blade cores. This is... What's wrong? His heart. It's a human heart. Huh? He's... a flesh eater. What? What did you do to me? Easy. You'll be fine. It's not perfect, so be careful with it. Mithra. My name. You still remember it, do you? I guess that makes sense. You never did return to your crystal, did you? You're a lucky man, Jin. You've been given the second chance you denied to many brave Ardanians. I doubt your luck would hold up so well if Morag were here. Mithra, didn't you and Jin? Yes. We fought together against Malos once. That's why I need to know. Why? Why did you take Malos's side? You really want to know? You only think you do. If you knew, it'd destroy you too. I can guess. And I can tell you, it didn't lead me to the same conclusion as you. Laura, she's in there, isn't she? With everything you've done, we can't forgive you. And if you're gonna keep standing in our way in the future, keep trying to destroy the world, we will stop you. But right now... Naive kid. This is the land of Morathar. And it's a place of more wickedness than you can imagine. You know it. This land was destroyed long before Allrest existed. Birthplace of the Architect. That's what Malos said. The Architects? Jin, I know full well there's no easy way to change your mind. But hear me out. Let's regroup and climb up the world tree. Call it a ceasefire until then, okay? A united front? As you wish. It's not like I could take you on in this state, anyway. Okay, finde ich gut. Kann ich schon noch mehr austesten. Kann ich ihm jetzt Bridget zuweisen zum Beispiel? Das ist ein bisschen doof, weil eigentlich wollte ich auch Rex ausprobieren, ein bisschen mit seiner neuen Macht, aber jetzt Jin ist noch interessanter. Finde ich sogar. Puh, ich habe absolut keine Ahnung, wo wir lang sollen. Nun, zurückgehen fällt flach, also gehen wir einfach weiter vorwärts, würde ich sagen. Tja, einen anderen Weg sehe ich auch nicht. Wir müssen uns wohl irgendwie einen Weg durch dieses eingestürzte Gebäude da suchen. Wir müssen uns vorsehen. Jin wird uns in seiner jetzigen Verfassung im Kampf keine große Hilfe sein. Wir haben weniger Kämpfer zur Verfügung als sonst. Wir dürfen uns nicht unnötig in Gefahr bringen. Kann ich ihm Bridget oder sogar Poppy zuweisen? Geht das? Ah hier. Bridget ist jetzt Rex... Ah nee, Rex Klingenpartner. Versuche Morag nachzueifern, um Bridgets Macht zur vollen Entfaltung zu bringen. Okay. Ja, aber ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das machen will. ihm kann ich keine geben. Das ist ja doof. Kann er resonieren? Wahrscheinlich nicht. Nee. Ich meine, Bridget ist sehr, sehr gut. Aber... Aha, sogar automatisch. Okay, aber Rock und Wolfix sind auch sehr gut. Und die haben andere Elemente. Aber ich lasse es jetzt mal, weil das ist ja auch was Besonderes irgendwie hier, dass ich jetzt Bridget habe. Ich lasse es dann mal so. Das passt schon. Ich will ja jetzt sowieso hauptsächlich dann Jin ausprobieren. Und Poppy kann ich einfach gar niemandem geben. Na gut, okay. Dann werde ich jetzt trotzdem noch ein bisschen mit Jin spielen. Na, vielleicht nicht die ganze Zeit, weil so interessant ist er jetzt tatsächlich ja gar nicht mal, weil er halt nur... Oh, this is where we were going.
weil er halt nur seine drei Meistertechniken da hat. Okay, hier ist das Harmoniegespräch. Oder hier ist ein anderes. Aber hier ist ein Harmoniegespräch. Und er hat halt eben keine Klingen. Und Kämpfe sind halt vor allem dann erst mit Klingen interessant. Und er hat keine, er hat nur seine drei Meistertechniken da. Und deswegen ist es eh nicht so interessant, mit ihm zu kämpfen, denke ich mal. Aber ja, erstmal Harmoniegespräch. Achso, okay, Drummer muss da dabei sein. Also Nia muss ich zuerst finden. Oder auch Drummer vielleicht alleine. Die Klingen laufen ja auch alleine rum teilweise, Bridget und Poppy eben. Weil die alle getrennt wurden. Okay, ich merke mir das mal. Ich bin mir nicht sicher, wie ich zu dem Harmoniegespräch da unten kommen kann. Ich glaube, ich muss auf dieser Mauer da entlang laufen. Und dann von da aus komme ich vielleicht hin. Hoffe ich zumindest mal. Ich sehe jetzt da sonst keine andere Möglichkeit. Na gut. Kann ich hier in das Gebäude rein? Laut Karte schon. Ja, nicht wirklich. Aber ich kann ja noch einfach... Ne, oben rum konnte ich auch nicht weitergehen, ne? War ja auch versperrt. Ja. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Moment, ich finde schon den Weg. Glaub mir. Konnte ich hier einfach weitergehen? Okay, hier kann ich rein. Ah, okay. Ja. Okay, gefunden. Mein nächster Zielort, den sehe ich ja sogar schon auf der Karte. Nur halt eben, wie ich da hinkomme, muss ich mir überlegen. Okay, ich dachte schon, den Sprung. Ich glaube, das ist ein bisschen zu weit. Ich glaube, das schaffe ich gerade so nicht. Da gehe ich lieber hier rum. Ist sehr dunkel da. Ja, ich bekämpfe den mal, weil da könnten... Ja, da ist ein Sammelpunkt. Vielleicht ist das sogar noch mehr, was der bewacht. So, hi. Sieht zwar gar nicht, wie du aussiehst. Aber gut. Jin hat auch eine sehr einfache Autoangriffe. Aber es ist trotzdem schwierig, ohne was erkennen zu können. Ich werde halt live versuchen, ihn umzuwerfen. Also zuerst schwanken machen und dann einfach umwerfen. Das ist echt kacke, dass ich gar nichts sehe. Ja, ich wollte doch gar nicht machen. Egal, ja, aber der ist eh resistent gegen Spannung, okay. Dann schaffe ich es eh nicht so wahrscheinlich. Dann spamme ich einfach mal irgendwas raus. Aber Rex schafft es aber, glaube ich, auch nicht mehr, den Voll zu bekommen. Oder? Nee. Aber jetzt hat er Stufe... Hä, wie ging das eigentlich? Hat er nicht mal Stufe 2 ready und jetzt aber plötzlich dann Stufe 3 einfach so? Wie konnte das denn sein? Naja, egal. Ultra Slash! Skyward Slash! So, aber jetzt könnte er Stufe 2 Licht bekommen, genau. Okay. Photon Edge! Mhm. Okay, und das war's sogar schon. Yay! So, ist hier neben dem Sammelpunkt noch mehr? In my experience. Ich würde halt gerne ein bisschen was sehen können. Das wäre ganz nett eigentlich. Kann ich nicht irgendwo Licht anmachen? Nee, anscheinend nicht. Ich meine, die Truhen glitzern ja auch mal so ein bisschen. Ich glaube, das würde ich schon sehen, wenn hier eine wäre. Ja, wird schon passen. Hoffe ich mal. Okay. Genau, hier bin ich jetzt auf der anderen Seite von... Achso, nee, da komme ich aber gar nicht hin. Und hier komme ich her. Ja. Okay. Vielleicht komme ich da von der anderen Seite dann gleich irgendwie noch hin. Also wenn ich nochmal außenrum laufe. Oder ich muss doch den Sprung schaffen. Ich gehe jetzt erstmal hier weiter. Okay, da geht's runter. Nee, da muss ich glaube ich hier hin. Ja, da komme ich zu einer Schalltafel. Das ist auch die von gerade eben. Okay, ja. Calm your mind. Ja, natürlich habe ich jetzt aber nichts dabei. Ja, aber Rex kann ich ja die Klingen austauschen. Vielleicht geht's doch. Awesome. Das geht jetzt, glaube ich, genau. Ja, gut. Ah, okay. Dann kann ich das doch noch mehr erkunden. Ja. Würde ich ganz gerne machen. Wenn gleich Gegner kommen, muss ich dran denken, wieder auszutauschen. Ja, du bist ein Gegner. Ja, okay, komm. So, hallo.
Kendra Guldo oder so. Aber dich kann man doch gleich umwerfen, oder? Hofft mal. Ist eigentlich bei Chin auch besser? Ja, ich glaube, das ist besser zum Aufladen. So. Die. So. Ja, jetzt aber gleich. Ich will halt die linke und die untere dann kombiniert machen. Warum sind die alle resistent gegen Schwanken? Schon scheiße. Hier Himmelsverderben ist aber auch ein nicer Move. Das sieht gut aus. Okay, Ansturm Zorn. Rexform, hast du einen Lithwa eigentlich draußen? Hol doch wieder Rock. Ja, jetzt ein bisschen zu spät war. Eine halbe Millisekunde war er zu spät. Ja, jetzt würde er schwanken, aber jetzt habe ich noch damit das andere nicht voll. Aber er ist eh schon tot. Okay, ich glaube, die Gegner hier können sich alle übrigens, also bei dem habe ich es jetzt gesehen, ich glaube davor aber auch schon, können sich alle immer wieder so ein bisschen hochheilen. So ein ganz kleines bisschen im Kampf. Also man muss wirklich dauerhaft draufhauen, wenn man die ansonsten nicht klein bekommt. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier hinklettere. Aber es wird schon irgendein cooler Ort sein. Das ist ja optional, was ich jetzt mache, glaube ich. Also irgendeine coole Belohnung kriege ich da schon. Hoffe ich mal. Okay. Na, ich laufe halt das Gebäude hier immer weiter nach oben. Okay. Ja, da ist sogar noch einiges. Aha, Truhe schon mal. Wo ich hoffentlich ankommen werde. Let's open it. Open up! Tja. Ja, das wird dann, glaube ich, nix. Ist aber richtig nervig, dass das nicht geht. Das ist richtig, richtig nervig. Weil, Wulfric alleine hat nämlich Schlösserknacken 4. Nicht Schlösser, Superkräfte Stufe 4, meine ich. Und Schlösserknacken hätte ich zum Beispiel Rock und Korra, die beide Stufe 2 jeweils haben. Aber ich kann ja Pyro und Mithra nicht raustun. Und ich habe halt nur Rex aktuell, der Klingen ausrüsten kann. Und deswegen geht es allein deswegen nicht. Ich hätte eigentlich mehr als genug passende Klingen, die das locker schaffen können. Wie gesagt, Wulfric alleine hat Stufe 4 Superkräfte. Bei Schlösserknacken habe ich halt leider nur maximal Stufe 2. Aber da bräuchte ich auch nur zwei Stück ausrüsten. Rock und Cover zum Beispiel. Aber ja. Ja, wir müssen unbedingt die anderen finden. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich zuerst zum nächsten Storypunkt hingegangen wäre. Und wenn ich dann nochmal hier zurückgelaufen wäre. Weil ich denke mal, beim nächsten Storypunkt kriegen wir wieder dann... Oder finden wir wieder weitere. Hoffentlich dann auch weitere Meister. Und dann wird es locker gehen. Naja. So, die geht aber einfach so. Ich versuche mal jetzt euch zu ignorieren. Wenn es geht. Vielleicht ist sogar hier noch ein einzigartiger Gegner irgendwo. Was dann ein bisschen riskant wäre, nur zu zweit. Und nur mit Rex, der so wirklich zu gebrauchen ist. Ach stimmt, hier, genau, hier auf diesem Weg über den Mauern, das habe ich ja gerade eben erwähnt. Da, ne. Ja, egal, Sammelpunkt ist mir wurscht. Da komme ich jetzt wirklich dann zu. Komme ich jetzt. Ne. Überall sind sie. Da komme ich jetzt wirklich zu dem Harmoniegespräch dann, glaube ich. Okay. Schön stealthy vorgehen. Ja, so viel zu stealthy. Ich laufe aber jetzt weg, kein Bock. Ich wollte mir halt den Sammelpunkt eigentlich holen. Aber dann halt nicht. Oh Gott, sind da viele Gegner. Ja, scheiße. Das wird jetzt schwierig. Das ist, glaube ich, ein Fehler. Gegen drei Gegner auf einmal. Aber ich will die Truhe halt haben. Und ich komme an denen ansonsten nicht vorbei. Ja, wenn ich was sehen würde, würde er auch helfen übrigens, ne? Ja, das Problem ist halt, dass Rex überhaupt keinen Heilmove hat. Und Chin offensichtlich auch nicht. Deswegen, wenn Chin tot ist, dann muss ich halt wiederbelebt werden und verbrauche die Gruppenleistung. Rex wird nicht sterben, glaube ich. Mit seiner Crit-Heilung und so. So, komm, schwanken bitte. Mann! Deswegen ist es dumm, dass wir auch verschiedene gehen. Ja, okay. Ja, Rex hat aber sogar auch doch ein bisschen Schaden. Nee, keine Chain Attack.
Sehr, sehr dumm, weil danach würde ich dann instant sterben. Dann wär's vorbei. Ja, verdammt. Komm, Rex. Rex! Ja, so wichtig ist es gar nicht mal. Wäre vielleicht sogar fast besser, wenn Rex einfach alleine kämpfen würde. Oh Gott. Rex alleine kämpfen würde. Ja, oder auch nicht. Ja, dich brauche ich aber, Rex. Du bist viel besser als ich. Okay, watch this. Blazing! Skyward Slash! Okay, schwanken sogar. Ja, umwerfen jetzt. Okay. Ja, und schleudern. Ach, das macht gleich alles auf einmal, oder wie? Der Angriff. Ach, das ist ja insane. Das ist ja richtig insane. Ich dachte, es würde einfach über eine Stufe halt erhöhen. Von Umwerfen, Schleudern oder Schmetter. Das macht alles auf einmal. Also wenn ein Gegner schwankt und ich mache dann Himmelsverderben, dann kann ich den Gegner schmettern. Aus Schwanken heraus. Quasi. Weil das alles hintereinander kommt. Das ist ja ein richtig sicker Angriff. Das. Ja, jetzt war ich zu langsam. Aber egal, der stirbt jetzt eh wieder. Bleib. Okay, haben wir sogar geschafft in dem Kampf noch. So, stirb. Bisschen knapp, aber passt. Stimmt, ich sollte mal ganz kurz, ich habe es noch gar nicht gemacht, bei Jin mir mal seine Techniken anschauen. Also ja, das geht nämlich nicht, weil ich kann hier nichts machen bei ihm. Weil ich dachte, dass er halt auch 4 Techniken hätte und ich mir 3 davon aussuchen kann wie bei allen anderen. Aber nee, er hat einfach nur diese 3. Okay. Aber Himmelsverderben ist ja insane. Okay. So, Schatzruhe. Das gibt's doch nicht. Will ich sogar. Will ich weglaufen? Nee, passt schon. So, aber leider, Himmelsverderben dauert auch 100 Jahre zum Auffüllen. Aber ist auch gerechtfertigt, weil es auch lieber stark ist. So, wenn ich das auch bei dem Gegner bekommen könnte, schwanken und dann Himmelsverderben, ist ja cool. Komm, schwank. Okay. Na, ich bin aber gleich tot. Bam, schleudern, vertonen. Und. Bam, schmettern und der ist tot. Alter, das ist ja richtig krass. Komm, mach. Sehr gut, sehr gut. Alter, das ist ja so ein geiler Angriff. Fuck, man. Also auch ohne Klinge kann schon durchaus abgehen. So. Wie gesagt, es dauert dafür auch Ewigkeiten, den Himmelsverderben aufzufüllen. Vor allem Himmelsspalt, der Angriff, mit dem er schwanken lassen kann, ist sogar auch noch ein Flächenangriff. Also er kann mehrere Gegner schwanken lassen. Und sich dann halt irgendeinen aussuchen, der wirklich schwankt, bei dem es funktioniert, weil manche resistent sind oder gar immun. Und ist dann nicht so wahrscheinlich flach oder halt gar nicht. Aber kann sich halt dann den aussuchen, den er machen will. Und dann einfach Himmelsverderben drauf und hoch. Skyward Slash, schwanken, perfekt. Und let's go. Umwerfen, schleudern und bam, schmettern. Oh, krass. Das ist auch übelst befriedigend, wenn man das macht. Wenn man erst umwirft, dann hochschleudert und dann kommt er wieder runtergerauscht und kann den Gegner auch noch schleudern. Richtig geil. Oder schmettern, meine ich. Zu Boden schmettern. Richtig geil. Aber ich komme jetzt hier doch nicht zum Harmoniegespräch hin. Ich bin mir nicht sicher, ob das. Ah, da muss ich irgendwie hin. Und dann mit dem Wind nach oben. Wie soll das denn gehen? Warte mal, gibt's hier noch einen Weg? Vielleicht hätte man das doch von unten aus machen können. Und dann. Vielleicht war da irgendwo ein Aufwind, den ich nicht gesehen habe. Und mit dem komme ich dann da hoch. Das kann schon sein. Ich meine, da ist er. Ah, hier, okay. Jetzt habe ich es gefunden. Ja, aber okay, das ist wieder viel zu viel. Das kann ich auch locker schaffen. Gar nicht mal so locker, aber kann ich schaffen, wenn ich aber halt, ja, genügend Meister dabei hätte. Na gut, ich gehe jetzt erstmal dann weiter, weil ich brauche mehr Meister, sonst lohnt sich das Erkunden hier gar nicht, weil ich da die Hälfte nicht machen kann. Okay. So, hier geht's dann weiter. Kommt hier noch ein Reisepunkt? Ich glaube nicht mehr. Okay. Denn ich will das nicht mehr mal ganz gerne machen. Denn ich würde erstmal sagen, dass das hier war für diesen Part von Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Beim nächsten Mal wird es aber dann hier. Sammelpunkt noch. Wird es aber dann hier in
Morithar noch weitergehen. Das ist ja immer noch Morithar, wo wir jetzt sind, ne? Aber halt irgendwie unter dem Wolkenmeer oder so. An diesem ganz ekligen Ort. Und ich hoffe eben sehr, dass wir dann bald weitere Meister finden werden. Damit sich halt das Erkunden auch wirklich lohnt und damit ich da einige Sachen dann entdecken kann. Dann würde ich auch nochmal zurückgehen zu dem Ort von gerade eben und den eben noch nachholen. Aber ich würde auch noch gerne ein bisschen mehr mit Shin sogar spielen, weil er ist zwar trotzdem nicht so komplex, weil er halt keine Klinge hat aktuell, aber Himmelsverderben ist ja so geil. Und das würde ich noch ein paar weitere Male machen, die Gegner schwanken zu lassen und dann instant umwerfen, schleudern, schmettern, das ist so cool. Also ich will dann, glaube ich, noch mit ihm ein bisschen weiterspielen. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal.